Wir spielen auf dem Halbuthafen. Zum ersten Mal in der zweiten Staffel mit einem Roller. Und zwar direkt dem Dynaroller, dem schnellsten Roller in-game. Nicht. Er ist sehr, sehr langsam, fährt dafür sehr viel ein und hat eine hohe Spritzreichweite, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dazu ist er golden, sieht halt sehr stylisch aus. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich am besten daran gehe, an die ganze Sache. Wie ich hier am besten viel Damage mache. Ich werde auf jeden Fall direkt mal meinen Echolokator hier aufladen, dass wir schon mal alle sehen. Und dann mal schauen, wie ich das Ganze mache. Ich sehe auf jeden Fall, dass hier einer kommt und hab den direkt mal überrollt. Sehr gut. In den Part mit einem Kill zu starten ist immer schön. Da um die Ecke ist doch einer, oder? Ja, da war einer. Oder war keiner? Doch, ich habe doch da einen gesehen. Moment, da. Bam. Oh, der ist wohl weg wieder. Ah, nein, da ist er. Ja, ich hab ihn. So, und jetzt los. Ich muss sehr, sehr defensiv spielen, weil ich, wie gesagt, sehr langsam bin. Da war einer. Oh, aber ich muss mich trotzdem verziehen. Oh, shit. Okay. Und dann komme ich einfach mal hier lang gerollt. Oh, da war auch einer. Ja, immer hier schön zwischen den Containern durch. Das ist sehr cool. Friss das! Nein, ich hätte noch meinen Echolokator zünden können. Nein! Oh Mann, ich wollte es doch so unbedingt machen. Egal, warum haben wir hier noch nicht gefärbt? Alles klar, hat sich unser Team gedacht. Ja, unser eigenes Gebiet müssen wir nicht einfärben. Sind ja nicht irgendwie geschenkte Punkte oder so. Nein. Auf keinen Fall. So, wir haben den Echolokator. Jetzt sehe ich auch, wo der ist. Nein! Oh Mann! Oh, der braucht ja sehr lang zum Schießen. Also mal schnell auftauchen und Farbe feuern geht nicht. Und unseren Spawn haben wir auch nicht. Boah, Leute. Da müsst ihr gründlicher sein. Da müsst ihr viel, viel gründlicher sein. So, da vorne. Okay, Mali hat den mal schnell gekillt. Bam. Oh, den habe ich nicht gekriegt. Okay, Double Kill. Naja, immerhin lebt mein Kollege noch. Aber wir kriegen ordentlich aufs Maul, sehe ich gerade. Oh, wir haben einen, der sehr weit im gegnerischen Gebiet ist. Oh nein, der ist gerade gestorben. Kriege ich auch aufs Maul, weil der andere Scheck sieht, dass ich da komme. Ja. War leider zu erwarten. Scheiße. Das hätte ich wirklich besser machen müssen. Und mal gucken, ob heute auch der ein oder andere Abonnent dabei ist, weil ich habe jetzt auf Twitter gepostet. Hallo Leute, ich werde jetzt ein paar Folgen Splatoon aufnehmen. Mal gucken, wie viele es sehen werden. Wir sehen es. Dieser Mali scheint wohl... Ich camp sie ab. Oh, ernsthaft. Das ist nervig. So, geht. Okay, die Geschwindigkeit von diesem Roller ist wirklich sehr, sehr gering. Ja, ich habe das Gefühl, mein Team war auch nicht so gut. Also, einer ist die ganze Zeit irgendwie so mit der Blaster auf dem Boden guckend rumgelaufen. Und einer hat die ganze Zeit nur Minen gelegt. Wir hatten auch drei Roller. Und ich war mit meinem Dynaroller Erster. Ja, die Qualität meines Teams hielt sich in Grenzen. Ich glaube, so kann man das nennen. Egal, wir müssen uns einfach nur an den Roller gewöhnen, dass wir dann im Rangkampf immerhin was reißen. Ich habe noch gar nicht geschaut, was meine Spezialwaffe ist. Die werde ich im nächsten Kampf direkt mal einsetzen. Boah, es hat echt lang gedauert, bis noch ein Einziger in die Lobby kam. Wir waren 7 Leute und es hat, glaube ich, knapp 2 Minuten gedauert, bis ein Achter reinkam. Echt crazy. Nun gut, wir spielen jetzt wieder auf dem Blauflossen-Depot und wir werden gleich mal sehen, wie wir uns hier mit dem fetten Dynaroller anstellen. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und mich vielleicht mal darum kümmern, dass unsere eigene Basis eingefärbt ist. Ich habe ja vorhin gesehen, das eigene Team kümmert sich nicht so oft darum, dass das eigene Gebiet wenigstens schön in der eigenen Farbe ist. Aber das sind Punkte, die man auf keinen Fall liegen lassen darf, weil die sind so einfach verdient. Die kann man nicht liegen lassen. Es ist einfach schlicht und ergreifend nicht intelligent, das zu machen. So, wir haben direkt den Echolokator. Sehr schön, kann ich meinem Team direkt mal helfen und sagen, Leute, hier geht's lang, da ist der Gegner. Und den werde ich mir direkt mal holen. Was, der hat kein Damage gefressen? Was, der hat schon wieder kein Damage gefressen? Okay, crazy. Also ich hätte schwören können, dass ich ihn mit Farbe vollgehauen habe, aber naja, das Spiel hat gesagt, nee, du hast ihn nicht mit der Farbe erwischt. Dann kann ich da halt leider nichts dagegen machen, ne? So, da oben ist jetzt einer. Und ich weiß nicht, wie ich am besten gegen den vorgehen soll. Deshalb werde ich mich jetzt gleich mal zurückziehen, weil ich sehe, da drüben kommt einer, sehe ich gerade.
Und um den werde ich mich direkt mal kümmern. Um, unten war jetzt auch einer. Der ist jetzt aber relativ egal. Ich möchte einen jetzt erstmal drum kümmern, dass unser eigenes Gebiet sauber bleibt. Nice, direkt mein Kill gemacht. Ja, ja, die Spritstärke von diesem Teil ist halt schon... Alles klar, noch einer in unserem Gebiet. Okay. Könnte ja mal interessant werden, wenn die Runde noch selbst... Alles klar. Na, okay, ich wollte schon sagen, wir haben den AFK. Damit wäre ich jetzt schon wieder sauer gewesen. Ah, die sind zu dritt da drüben. Die sind zu dritt da drüben. Hier haben wir doch mal easy verdiente Punkte. Dann werde ich jetzt einfach mal runtersprayen. Und einfach mal... Oh nein. Lad auf, lad auf, lad auf. Die stehen alle da unten. Ich erwische den Typen einfach schlicht und ergreifend nicht. Ernsthaft? Einfach Farbe verteilen. Das kann der einigermaßen. So, zack. So, den kriege ich. Zack, da überrollt. War jetzt ein bisschen erkämmt. Ich gebe es zu, aber hey. Ich habe... Oh, ja. Wollte gerade sagen. Ja, den Double Kill bin ich eingegangen. Jetzt verstehe ich nur wieder nicht, weil ich nach ihm gestorben bin. Ist jetzt seine Farbe überall verteilt. Das ist das, was mich an diesen Double Kills so nervt. Wenn zwei Roller aufeinander rollen, dass einfach von einem dann noch die Farbe übrig bleibt. Irgendwie von dem, wo das Spiel berechnet hat, dass er als Zweiter gestorben ist. Ach, ist das ein bisschen lächerlich, aber naja, was will man machen? Ich werde jetzt einfach mal dem Typen mit seinem Roller da einfach hinterherlaufen. Ihm einfach alles mal zunichte machen. Was? Der hat den... Ich hab den doch überrollt, als der noch nicht in der Megatintenfischform war. Der war doch noch in der... Oh, come on! Oh, wir haben einen mitten im gegnerischen Gebiet. Das ist doch mal schön. Da kann man doch nochmal Punkte rausholen. Leider habe ich das jetzt relativ spät erst gesehen. Aber wir konnten ja noch im gegnerischen Gebiet ein paar Punkte machen. Trotzdem hat Hellblau gewonnen, würde ich jetzt mal schwer behaupten. Boah, mit 0,2%. Alter. So knapp hätte ich es echt nicht erwartet. Und weil ich langsam so in den Dünnerroller reinkomme, würde ich sagen, wir spielen noch eine Runde. Ah, den normalen Modus. Und danach erst gehen wir in den Rangkampf. Weil ich habe das Gefühl, ich komme mit der Waffe klar. Aber ich glaube, eine Runde Standardkampf wäre noch ganz gut. Und da sind wir nochmal im Heilbutthafen. Okay. Ja, auf der Map sind die Roller fast ein bisschen stärker, weil sie überall da so zwischen den Containern hervorkommen können. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt ein Abonnent von mir dabei ist. Wirklich nicht. Werde ich schon noch früher oder später in den Kommentaren unten lesen, wenn ihr sagt, hey, ich war ein Part dabei. Schreibt mir das zurück immer, wenn ihr im Part dabei seid. Dann weiß ich das, dass einfach ein, zwei dabei sind. Das finde ich dann cool. Außer ich erkenne euch natürlich von allein, dann braucht ihr es natürlich nicht schreiben. Aber wenn ihr sozusagen dabei seid und ich das gar nicht so mitbekomme, dann schreibt mir das ruhig, ne? Könnt ihr ruhig machen, habt ihr die Erlaubnis von mir? Jetzt hat er sein Schild eingesetzt, willst mich verarschen. Aber ich habe ihn doch davor schon wieder einmal komplett voll gesabbert. Warum stirbt er denn nicht? Ich finde das Sprayen oder dieses, ja, wie soll ich das nennen? Schütteln mit diesem Roller ist, da ist die Reichweite sehr, sehr komisch verkorkst. Und apropos Sekundärwaffen, ich werde jetzt erstmal abchecken, was ich hier für eine Sekundärwaffe habe. Ah, so ein Rasensprengler. Das finde ich cool. Aber der Rasenfrank hat keinen Kill gemacht. Aber ich konnte jetzt hier direkt nochmal... Oh, den will ich mir holen. Der ist doch hier irgendwo. Der war doch hier gerade irgendwo. Ja, da war einer. Okay, cool. Hier ist einer von uns explodiert. Deswegen ist hier alles hellblau. Hier ist überhaupt ziemlich viel hellblau. Was ich nicht so geil finde. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier meinen Rasensprengler hinwerfen. Und mich dann mal weiter nach vorne arbeiten. Bam! Was? Nicht mal, ich habe nicht mal einen Hitmarker bekommen beim ersten Mal. Warum denn? Ich habe doch... Ich kapiere die Flugrichtung der Tinte irgendwie noch nicht so ganz. Wenn ich da den so schüttel, das sorgt gerade ein bisschen so für ein paar Probleme bei mir. So, da drüben steht einer. Ja, den habe ich erwartet. Sehr cool. So, da vorne einfach mal meinen Rasensprengler hinwerfen, dass der da ein paar Punkte für mich macht. Den werde ich dann im Rangkampf auch viel benötigen, mein Rasensprengler, um da einfach schön viel Gebiet einzunehmen. Und ich merke gerade, hier ist echt viel Orange in unserem, im gegnerischen Gebiet. Überhaupt ist auf der Karte sehr viel Orange. Wow, das ist geil, das ist geil. Wir können die Gegner voll in ihre Base zurückdrängen. Oh, den zweiten habe ich nicht mehr erwischt. Aber ich habe noch einen Kill gemacht. Soll mir recht sein. Und hier sind noch zwei komische hellblaue Flecken in unserer Base. Die würde ich jetzt einfach mal kurz gerne entfernen. Da werde ich jetzt noch kurz hingehen. Und zwar werde ich einfach
hier einfach kurz den Rasensprenkler hinwerfen und hier nochmal selber kurz drüber gehen mit meinem Roller und dann wieder ganz schnell vor an die Front. Oh, das war dumm, weil ich mich nach unten gelehnt habe. Oh Mann. Aber trotzdem sollten wir die Runde, glaube ich, gewinnen. Wir dringen. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir einen in unserem Gebiet. Oh, nein, 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 nein. Oh, Freundin. Du begibst dich hier in falsches Gebiet. Ja, da hat er sein Schild eingesetzt, weil er dachte, ich krieg ihn jetzt so ohne weit. Weil er dachte, ich greife ihn jetzt so unüberlegt an, ne? Oh nein, nicht mit mir, Freundchen. Aber, scheiße, wir haben das verloren. Verdammt, wir haben das verloren. So ein Mist. Ja, die Runde war jetzt irgendwie nicht so geil von mir. Wenn ich so im Rangkampf spiele, dann werden wir jetzt, glaube ich, ordentlich Punkte verlieren. Oh no, das ist nicht geil. Ich weiß gar nicht, was überhaupt im Rangkampf für ein Modus dran ist. Das werden wir gleich erfahren. Aber wir haben 4 Roller im Team. Ich glaube, daran lag's. Warum spielt denn gerade jeder Roller? Ich hoffe, im Rangkampf ist es nicht so. Ich hoffe, da bin ich der einzige Roller. Mal gucken. Wir spielen einen Modus, der, glaube ich, für einen Roller nicht sonderlich geil ist. Und zwar Turmkommando. Mehr als meinen Rasensprenkler an dem Turm zu befestigen, kann ich, glaube ich, fast nicht bringen. Aber was nicht positiv stimmt, ist, ich habe 2 Japaner im Team. Das sieht doch schon mal so aus, als ob wir das locker easy gewinnen werden. So, ich habe meinen Rasensprenkler hier mal hingemacht. Und dann werde ich einfach mal gucken, was hier so abgeht. So, den habe ich direkt mal gekriegt. Wow, ich habe einen Hätte ich jetzt nicht... Alles klar. Da wurde ich einfach mal locker gesnipert vom Heldenkonzentrator-Replik. Boah, die Waffe sah aus wie eine Sniper aus COD oder Battlefield oder so. Die will ich auch haben. So, Rasensprenkler ran gemacht. Yay. Yeah. Bam. Und direkt. Oh, nice. Und da noch. Oh, nein. Komm her, Freundchen. Okay, der ist schon down. So, ich bin jetzt einfach mal so verrückt und hüpfe einfach mal auf den Turm hoch. Da werde ich meinen Rasensprenkler hier hin machen. Und einfach hier sitzen bleiben. Ich weiß, ich werde sterben. Aber einer muss ja immer auf dem Turm sein. Oh, jetzt ist noch ein zweiter. Nein, nein, ich bleib da drauf. Rasensprenkler hinmachen. Ja, der snipert die ganze Zeit auf mich, der sagt, seht ihr das? Aber ich bleib hier einfach sitzen. Oh yeah. Oh yeah. Leute, ich mach gerade all die Punkte. Seht ihr das? Wie geil ist das, bitte? Da zeige ich mir... Oh, da habe ich einen Abgang gemacht. Und ich hätte noch meinen Radar gehabt. Mann, hätte ich das halt gezündet. Aber ich habe den Turm auf 42 gebracht. Ich mit meinem Rasensprenkler und meiner... Bam, Kill gemacht. Sehr cool. Ja, man muss sehr viel mit diesen Spritzen hier arbeiten. Nur durch Rumlaufen erwischst du keinen, weil die alle schneller sind als du. Aber naja, wenn man es weiß, dann kann man es ja eigentlich zu seinem Vorteil ausspielen. So, jetzt haben wir das Radar. Sehr cool. Und das heißt natürlich auch wieder volle Tinte für mich. Und das sieht mir nach einem Easy-K.O.-Sieg aus. Jawohl. Und ich würde sagen, ich habe da wirklich mal was dazu beigetragen. Trotz meines Dünnerrollers. Oh yeah. K.O.-Sieg. Das gibt das wieder ordentlich Asche und viele Punkte. Ja, mit 2 Japanern im Team geht das natürlich dann auch ganz easy, ne? Ich hatte 3-2. Boah, der hat den 8-0, willst du mich verarschen? Das ist übel mit ein bisschen... Wenn wir jetzt nochmal gewinnen, steige ich in den Bärenhang auf. Das wäre doch mal cool. Also Leute, das nächste Mal müssen wir unbedingt gewinnen. Ich habe ein bisschen Angst vor der Runde. Wisst ihr warum? Weil ich glaube, die Durchschnittsstufe ist irgendwie 35 oder so. Aber ich habe einen Japaner im Team. Aber im Gegenteil... Oh nein, im Gegenteil-Team ist der Japaner, der 8-0 hatte. Jetzt habe ich Angst. Oh no, bitte nicht. Das kann mal richtig spannend werden. Und ich habe keine Ahnung, wo der Turm ist. Ich glaube, der Turm ist oben, oder? Deswegen werde ich jetzt einfach mal hochschwimmen. Mit meinen miesen Skills. Und ja, da ist der Turm. Oh yeah. Rasensprenkler hinmachen. Und ich sammle die ersten Punkte für mein Team. So, ich bleib einfach mal hier sitzen. No, es hat mich erwischt. Aber ich habe den Turm bis zur 83 gefahren. Yeah. So, und jetzt fährt der Turm in die falsche Richtung. Und ich habe das Gefühl, es verlieren wir, weil dieser kranke Freak im Gegnerteam ist. Die Durchschnittsstufe in diesem Match ist so enorm hoch. Also, ich habe wirklich einfach nur Angst davor. So, erstmal fress mein... Oh, nee, nicht fress mein Rasensprenger. Das war jetzt... Die Aktion war jetzt nicht so glorreich. Nein, 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 nein. Okay, der Turm fällt wieder zurück. Ja, komm, der fällt doch runter. Was? Niemals hat er mich erwischt. Oh, come on.
Aber ich merke schon, irgendwie kümmert sich hier keiner so wirklich gerade um den Turm. Ah, doch, jetzt. Oh, ein Sieg wäre so cool, dann wären wir im B-Rang. Das wäre richtig nice, aber der kranke Freak ist im Gegnerteam. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Oh, fuck off. In meinem Team sind... Okay, eigentlich bin ich der Einzige mit... Ah, nice, ein Kill gemacht. Ich bin der Einzige mit dem Roller. Also, ich sollte eigentlich für mein Team sprechen, aber irgendwie ja nicht so, ne? Einfach mal hier so... Ab und zu muss noch einfach mal so einen Rasensprengler werfen. Oh, jetzt... Oh, ich kann mich... Ich bin einfach zu langsam mit dem Teil. Und die Map ist auch nicht so für Roller gemacht. Und insgesamt ist diese Runde einfach nur mega verkorkst. Der kranke Freak ist im Gegnerteam. Ich bin nicht so positiv gestimmt. Ich glaube, ihr merkt das. Oh, da kommen zwei. Die hole ich mir. Was? Ich stand doch in dem drin. Oh, die Map ist einfach gar nicht für mich gemacht. Ich komme ja nicht mal dazu, irgendwie hier meine Spezialfähigkeit aufzuladen. Geschweige denn, irgendwas zu erreichen. Oh nein, der Rasensprengler ist da oben gelandet. Ah, ich habe meine Spezialfähigkeit. Da ist wieder einer und ich kann nichts gegen ihn machen. Er sieht mich und ich bin viel zu langsam, um mich in irgendeiner Form zu wehren. Also auf dieser Map zackt der Dünnerroller. Und zwar richtig. Turmkommando ist auch kein Modus für einen Roller. Ja, komm, fuck you, ich habe keinen Bock mehr, ohne Witz. Das ist doch... Ja, ich kann mich jetzt ewig drüber aufregen, dass es so ist, oder einfach den Fakt akzeptieren, dass die Waffe einfach für Turmkommando extrem scheiße ist. Double Kill, wow. Ich muss einfach den Fakt akzeptieren, dass die Waffe scheiße ist, weil... Ja, wie gesagt, rumholen bringt nichts. Ich muss den Fakt akzeptieren und versuchen, das Beste draus zu machen. Was mir nicht geglückt ist und leider haben wir verloren. Ja, ganz schnell vergessen, ganz, ganz schnell vergessen. Den Part am besten beenden und hoffen, dass ich in der nächsten Folge eine bessere Waffe ziehe, mit der ich dann im Rangkampf endlich in den B-Rang aufsteigen kann. Das wäre doch mal eine coole Sache. Ja, 2 zu 8. Ich hätte wirklich nicht gewusst, was ich hätte tun sollen. Ich war vollkommen aufgeschmissen. Einfach hoffen, dass im nächsten Part was Besseres kommt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Habt noch einen schönen Tag und haut rein.